Ja, hallo. Ich versuche mal einen neuen Weg zu gehen, um die Grundlagen des Gitarrenspiels näher zu bringen. In diesem Video geht es einfach, dir zu zeigen, einmal die Saitenlage und wo die Töne auf dem Klavier zu finden sind. Das Klavier ist ja nun mal das Standardwerkzeug schlechthin für die Komposition oder für die Arrangements. Und dergleichen. Gut, das Keyboard hat heute ja auch schon diese Aufgabe übernommen. Aber die Tasten sind eignen sich hervorragend, um sowas am besten zu erklären, wie die Akkorde aufgebaut werden, wie sich Arrangements entwickeln oder überhaupt. Es ist leichter zu erklären als auf einem Saiteninstrument. Deswegen habe ich unter den Grundlagen einige Videos gedreht. Aber machen wir mal gleich weiter. Es ist so, dass viele Gitarristen diese Symbole hier kennen, wie jetzt zum Beispiel A-Dur oder G-Dur. Und wenn man sie dann aber jedoch hinterfragt und fragt, sag mal, weißt du überhaupt, wie sich der Akkord zusammensetzt? Nö, das habe ich so gelernt. Und das finde ich sehr schade, weil dadurch geht sehr viel an Kreativität verloren, weil wenn man nicht genau weiß, was man da spielt oder und das ist eigentlich der Zweck dieser Videos, um deine Kreativität ein bisschen anzustacheln nicht, um sie weiter zu öffnen. Wenn wir Musiker was machen, wir arbeiten ja mit unseren Gefühlen. Aber setzen das irgendwie dann auch um in Töne. Gut. Ich will da jetzt nicht so philosophisch ausschweifen. Grundlage ist immer erstmal C-Dur. Warum ist das so? Du siehst jetzt hier oben fünf schwarze Tasten und sieben weiße Tasten. Und C-Dur beruht nur auf den weißen Tasten erstmal. Deswegen und C-Dur beinhaltet keine Vorzeichen. Es ist also eine neutrale Tonart. Während alle anderen Tonarten wie F-Dur, A-Dur, G-Dur, D-Dur und so weiter, die haben Vorzeichen. Aber das kommt später. Gehen wir erstmal Schritt für Schritt vor. Jetzt brich dir mal dieses Bild ein, denn auf dem Klavier wirst du dieses Bild mehrfach finden. Auch auf dem Keyboard. Wir haben hier zwei schwarze Tasten, dann keine und dann wieder drei schwarze. So, und sind die Töne auf den weißen Tasten liegen die Töne C, D, E, F, G, A, H. H ist die deutsche Bezeichnung. International hat man sich auf B geeinigt. Warum, komme ich später nochmal darauf zu sprechen. Auch bei der Gitarre ist es so. Aber ich verwende jetzt hier häufig das H. Weil, macht der Gewohnheit, ich habe selbst so auch gelernt. So, dann haben wir auf der linken Seite, haben wir dann, wiederholt sich das Muster. So wie dann aber auch auf der rechten Seite. Jetzt findest du das C einmal da, einmal in der Mitte. So, das äußere C, dieses hier, klingt natürlich bedeutend tiefer als dieses C. Und wenn ich jetzt das nächste C dazu nehme, das klingt wieder höher als dieses oder als dieses, ist klar, ne? Nach oben hin geht's, also nach rechts geht's nach oben, also nach höher, und hier geht's tiefer. So, hier würden weitere Tasten sich anschließen. Lasse ich aber jetzt mal, weil ich habe mich jetzt mal genau auf die Mitte im Klavier konzentriert, weil wir ja auch unsere Gitarre stimmen nach dem Kammerton. Ich will jetzt gar nicht so zu viel. Gehen wir mal schrittweise weiter. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier vom C zum nächsten C. So. Und von hier bis dahin sind es acht Schritte auf den weißen Tasten.
Na, ich habe es jetzt mal in Zahlen ausgelegt, damit du das, um es zu beweisen. Und jetzt ist die Frage, ob du schon mal das Wort Oktave gehört hast. Oktave, in diesem Wort steckt ja das Wort acht. Oktave, Oktopus zum Beispiel. Oder der römische Kaiser hieß nicht Augustus, sondern Octavian. Der Monat August ist ja dem Kaiser Augustus damals zugesprochen worden. Octavian hieß er eigentlich im Lateinischen. Da ist das Wort acht enthalten. So mal als Eselsbrücke gedacht. Jetzt haben wir einmal hier die acht Töne, genauso wie jetzt da auch. Ups, da habe ich jetzt doch glatt eine Taste vergessen. Machen wir dazu. Und auch diese ist wieder der gleiche Ton wie dieser, nur dass er eben halt höher klingt. Gut, konzentrieren wir uns aber jetzt mal hier in diesem Bereich. Und jetzt nehmen wir mal unsere Gitarre dazu. Den Ton C wirst du hier auf der Seite nicht, auf den Saiten so erstmal nicht finden, wenn du die Saiten offen spielst. Denn unsere erste Saite ist die E-Saite, die ist nach dem Ton E gestimmt. Und den Ton findest du auf dem Klavier hier. Nehmen wir mal die nächste Saite, unsere A-Saite, und diesen Ton findest du hier. Und das ist auch der Kammerton mit 440 Hertz. Der ist genormt. Also wenn wir jetzt von der Grundstimmung aus her gehen. So, dann kommt die D-Saite. Den Ton findest du hier. Das heißt, es geht schon in die nächste Oktave hinein. Und dann kommt unsere G-Saite. Innerhalb dieser gleichen Oktave finden wir dann den Ton G. Und jetzt kommt die H-Saite, wie bereits schon erwähnt, heißt sie B-Saite international. Das hat wahrscheinlich damit zu tun. Die Gitarre ist ja ein maurisches Instrument, das aus Spanien kommt, und die Spanier sprechen zum Beispiel kein H. Ich weiß nicht, ob sie es nicht können. Ich denke, sie können es schon. Aber in der spanischen Sprache sagt man ja zum Beispiel Hasta luego. Und dieses Hasta wird geschrieben H-A-S-T-A. Aber sie sprechen es Hasta aus. Mit so einem kleinen Lispeln. So, und das wäre dieser Ton. Und die Crocs, wenn man jetzt vom Deutschen aus her geht, wäre B, diese Taste hier, die ich dir jetzt gerade hier, wo ich mit der Maus bin, das wäre unser B. Und deswegen kann es sehr oft zu Missverständnissen kommen. Ich werde weiterhin beim H jetzt bleiben, aber denk dran, also international heißt dieser Ton nicht H, sondern B. Ich will aber jetzt hier nicht zu viel Unruhe reinkriegen. Deswegen belasse ich es jetzt erstmal bei H. Vielleicht hat man ja auch ein bisschen seinen Nationalstolz. Gut. Und dann kommt noch unsere E-Saite, und den findest du hier. Und das ist schon wieder in der nächsten Oktave drin. Du siehst also, es zieht sich über gut zwei Oktaven rüber, die Stimmung. Und jetzt guck dir das mal an. Und du hast aber auch nur vier Finger zum Greifen, denn der Daumen ist ja am Rücken. Und ein Klavierspieler, der hat aber auch nur seine 10 Finger. Also er müsste seine Hände auch aufteilen. Also einmal linke Seite, rechte Seite. Hier die rhythmische Bewegung, Bassbegleitung, und hier die Melodie. Und bei uns ist es nicht viel anders. Wenn wir jetzt nicht von der Schlaggitarre ausgehen, sondern jetzt einfach sagen, hier ist gut die E-Saite, die A-Saite, die D-Saite, das sind unsere Bassseiten. Und die G, H bzw. B-Saite und die E-Saite hier unten, das sind unsere Melodieseiten. So viel dazu. Ich danke dir, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Und
Wäre schön, wenn du mir einen Kommentar hinterlassen könntest, damit ich weiß, wo ich mich verbessern kann. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuschauen.